Saxophon online lernen. Wenn man das bei Google eingibt, dann kommen da verschiedene Treffer und jemand, der eigentlich immer praktisch zu oberst ist, ist Katrin Scherer von saxophonkursonline.de. Und ich bin sehr gespannt. Sie ist heute hier zu Gast im Studio. Herzlich willkommen, Katrin. Ja, hallo, schön, dass ich hier sein kann. Wir sind hier bei Teaching Saxophone, dem Podcast für Saxophonlehrerinnen und Lehrer. Aber es geht hier um ein Thema, das wahrscheinlich für alle möglichen Instrumente interessant ist, nämlich was kann ich überhaupt online lernen? Ist es überhaupt möglich, ein Instrument online zu lernen? Oder ist das sowieso von Anfang an eine dumme Idee? Und das bin ich jetzt sehr gespannt, natürlich zu hören von dir, Katrin, was dazu denkst. Aber vielleicht starten wir gar nicht da, sondern vielleicht starten wir einfach mal so ein bisschen chronologisch, wie sich das bei dir entwickelt hat. Also, wie bist du auf die Idee gekommen, so einen Online-Kurse anzubieten? Wie hat das angefangen bei dir? Ja, also ich habe schon relativ früh in Anführungszeichen angefangen, online zu unterrichten, 2010. Und zwar gar nicht als bewusste Entscheidung, sondern als Notlösung, weil mir so ein halber Unterrichtstag von jetzt auf gleich weggebrochen ist. Und finanziell hat mich das jetzt nicht so arg in Bedrängnis gebracht, aber ich habe innerlich gemerkt, oh, ich möchte selber ein bisschen mehr in der Hand haben und entscheiden, was ich mache und nicht, dass irgendjemand sagt, nee, das machen wir jetzt nicht mehr Dienstagnachmittag oder so. Und dann war ich bei meiner Familie mit meiner Schwester zusammen, die auch hier in der Nähe von Köln wohnt. Und dann sind wir zusammen zurückgefahren. Und dann hat sie mir erzählt, sie ist Logopädin, dass sie einen Patienten hat. Der hat dann erzählt, dass der Sohn Gitarre spielt und irgendwas im Internet macht mit Unterricht. Und dann meinte Christa, meine Schwester, meinte dann so, hey, das ist doch was für dich, du bist doch internetaffin. Und dann habe ich mir so einen Online-Kurs für Anfänger ausgedacht. Dann von jetzt auf gleich. Ich hatte überhaupt keine Idee. Ich habe dann einfach mal so, hey, wie lerne ich eigentlich Saxophon? Was sind die besten Schulen, die ich so kenne? Und habe daraus dann ein E-Book geschrieben und das so nach und nach entwickelt. Und auch nicht als fertige Idee, sondern ich habe mal so die ersten vier Lektionen gemacht, so die ersten paar Töne, die man so lernt, von, weiß nicht, von C2 bis G1 runter und dann vielleicht noch ein D2 dazu. Und dann habe ich auf eBay Kleinanzeigen geschrieben, hier, ihr könnt so einen Online-Kurs kaufen. Und eine Woche später haben die ein paar Leute den dann auch gekauft. Und mit denen habe ich dann so nach und nach das so weiterentwickelt, bis es dann, also die ersten vier Lektionen waren vorgeschrieben, bis es dann irgendwie 12 oder 13 Lektionen waren. Und das war der Start, 2010, so. Und mittlerweile, 15 Jahre später, sind es, glaube ich, 8 oder 9 Online-Kurse. Und seit letztem Jahr habe ich auch 2 Community-Formate, wo ich die Leute auch noch ein bisschen gezielter betreue. Und ja, das ist jetzt mein Unterrichtsbusiness im weitesten Sinne, Ja, online. also das ist vielleicht auch noch ein guter Punkt, also einfach, dass ich dich verstehe. Also am Anfang, das war ein E-Book, das war einfach ein PDF eigentlich, also so wie eine Saxophonschule, die ich kaufe, Genau, oder waren da noch MP3 dabei oder Ja, Videos das auch, auch. oder? Also es war ein E-Book, dann habe ich da MP3s programmiert. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, in Ableton oder in Logic war das. Und ich habe dann Videos dazu aufgenommen, mit einem Camcorder, mit Kassette noch. Und dann in iMovie konnte ich das total gut schneiden. Also das war ein super Programm damals. Und dann habe ich das hochgeladen. Ich glaube, in die Dropbox war das, glaube ich. Und die Leute haben dann einmal die Woche einen Link bekommen. So, okay, erste Unterrichtswoche, Kapitel 1. Und dann haben die sich das Zeugs runtergeladen und das dann geübt. Und wenn sie Fragen hatten, haben die gefragt. Und ich dachte am Anfang so, Gott, oh Gott, wenn die jetzt, das hat aber keiner was gefragt. Das war total krass. Und irgendwann hat der erste Teilnehmer, Thomas hieß er, weiß ich noch ganz genau, der hat mir dann irgendwann am Ende so einen Mitschnitt geschickt von sich. Und dann dachte ich so, krass. Das funktioniert ja. Also ich war am Anfang auch ein bisschen, also es klang echt gut und ich dachte, so, ja, einen gescheiten Sound, der ist ja nicht irgendwie fest oder so oder drückt oder so, sondern es klang total free blowing. Ich dachte so, wow, cool. Weil ich dachte am Anfang so, oh, was ist denn, wenn das nicht klappt und was sagen denn vor allem meine Pädagogikkollegen? Da hatte ich auch so ein bisschen Angst vor, weil ich dachte so, ich mache hier was, das hat noch kein, ich kenne keinen, der es macht für Saxophon gerade. Also heute gibt es ja ganz viele, aber damals eben nicht. Und es gab noch keinen Proof of Concept sozusagen. Und ich war schon innerlich ein bisschen ja, verunsichert. Aber so die Leute, die es halt, die den Unterricht dann oder die das Produkt gekauft haben, die waren halt total zufrieden. Also die haben dann auch, ich hatte dann teilweise auch einen Abend zu einem Skype-Lesson mit denen. Ich habe dann da in irgendwelche Wohnzimmer oder in irgendwelche Kellerräume, in irgendwelchen Dörfern reingeschaut bei Leuten, die einfach normal gar keinen Zugang zu Unterricht hätten. Also wo der nächste gescheite Saxophonlehrer total weit weg ist. Ich hatte auch total viele Teilnehmer, die irgendwie
so in Afrika oder in Asien irgendwo leben und dort arbeiten, aber jetzt keinen gescheiten Unterricht haben und aber immer noch Kontakt zum Instrument wollen. Also hatte ich auch einige und das hat mich dann bestätigt. Hast du das denn auf Englisch gemacht auch oder war das alles dann deutschsprachig? Alles Deutsch. Es waren Deutsche, ja. Teilweise auch so, so Richtung Diplomaten, die dann irgendwo ihre Kinder, die dann irgendwie einen gescheiten Unterricht haben sollen. Ich hatte einen Schüler, Noah aus Simbabwe, wo die Eltern aus der Schweiz kamen und ich glaube, der Vater hat in Simbabwe das Internet irgendwie dort an den Start gebracht oder so. Und der hatte dann bei mir Unterricht, so, weil es mit allem, was dazugehört, wenn da ein bisschen Pazifiksturm war, dann auf einmal waren Kerzen an und irgend so ein Trafo lief da, wo ich dann so dachte, krass, was ist das denn hier? So, es war total spannend, aber es, ja, so hat sich das dann entwickelt und heute, ja, es ist, sind es einige Leute, die bei mir in diesen Programmen sind oder einen Online-Kurs buchen. Ja, und das war dann aber ergänzend, also bei einem Online-Kurs, wenn ich bei dir das einen Online-Kurs buche, dann ist eigentlich keine Zoom- Einzellektionen dabei, oder? Sondern es sind einfach, ich buche diese Materialien und muss das eigentlich dann selber durcharbeiten. Genau, ein Online-Kurs ist letztlich das E-Book ist ganz wichtig, weil dort alles drinsteht, auch die Reihenfolge sozusagen, wie du es am besten durchgehst, der rote Faden, was ich immer persönlich ganz wichtig finde. Und die Videos erklären quasi das E-Book. Die Videos ist quasi, da erkläre ich Musiktheorie, aber auch, wie man Sachen spielt, wie man richtig übt, wie man schwierige Stellen in Stücken erarbeitet. Das passiert in den Videos und das Ganze gibt es jetzt seit 3 oder 4 Jahren, habe ich auch eine eigene App, wo die Leute das dann quasi das Tablet oder das Handy auf Notenständer haben, sich das anschauen können und parallel dann auch die MP3 anklicken können und dann mitspielen können und das funktioniert sehr gut. Und das mit dem Unterricht habe ich damals halt noch so optional angeboten, dann hatten die über Skype, ich habe super lange über Skype Unterricht gemacht, obwohl heute die Leute mal sagen, Skype ist so schlecht. Ich habe wahnsinnig viel Umsatz über Skype gemacht und heute, ja, unterrichte ich fast. Also das kann ich gar nicht mehr machen. Also wenn meine Kunden, die einen Online-Kurs kaufen, die kann ich nicht nur parallel betreuen. Heute unterrichte ich eigentlich nur noch die Leute, die in meiner Masterclass zum Beispiel sind. Das sind dann sehr fortgeschrittene Jazz- und Improvisationsspieler, weil das auch meine Expertise ist. Und die haben dann bei mir ab und zu Unterricht, je nachdem, welches Programm sie gebucht haben. Genau. Mhm. Und der Online-Kurs eben, den mache ich eigentlich dann selbstständig. Und genau, den mache ich selbstständig. Dir Rückfragen, wenn irgendwas, welche Fragen haben, gibt es doch eine Möglichkeit, oder dich zu kontaktieren. Genau, ja, du kannst Rückfragen stellen. Ja. Passiert in der Regel relativ wenig. Mhm. Vielleicht, weil ich es ganz gut erkläre. Vielleicht, manchmal haben die Leute auch so eine Scheu, wo sie denken, oh, ich habe es jetzt nicht verstanden, wenn ich jetzt frage, ist das irgendwie komisch? Um dem so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen oder diese negative Energie wegzunehmen, mache ich einmal im Monat mit allen, die meine Online-Kurse buchen, so ein Live-Q&A, Saxophon-Talk heißt es, wo die Leute ihre Fragen einreichen können, wo die Leute aber auch MP3-Beispiele mir schicken und ich die Aufnahmen bespreche. Das ist so eine Stunde, immer erster Mittwoch im Monat, 19 Uhr, ne, und dann sind auch einige online. Und man kann es natürlich im Nachgang auch anschauen, weil das die Aufzeichnung davon natürlich auch veröffentlicht wird für die Online-Kursteilnehmer. Genau. Ja, also das ist eigentlich so ein bisschen Klassenstunde oder so eine Art. Genau. Also, ja. Da geht es auch drunter und drüber. Da kommen auch Fragen von Ultra-Anfängern, hey, wieso quietscht das D2, bis hin zu irgendwelchen Fortgeschrittenen, die Tritonussubstitution nicht wissen, was das ist, oder die über Dominanten irgendwelche Quad-Arpeggios Sachen spielen wollen. So. Also es ist sehr bunt gemischt und ich kriege auch immer wieder die Rückmeldung, dass auch gerade die Fortgeschrittenen, die meinetwegen jetzt einen Balladenkurs bei mir gebucht haben oder einen Standardkurs, dass die auch immer noch sehr viel lernen von diesen Basic-Anfängerfragen, weil sie sich dann selber nochmal hinterfragen. Ne? Wenn jemand sagt irgendwie, hey, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich kriege das gar nicht hin mit der Haltung, und wenn ich dann erkläre, wenn der Kopf irgendwie falsch geneigt ist, dann ist das gar nicht gut für die Luftführung, weil hier zu viel Zug auf dem Kehlkopf ist und so weiter. Und da lernen die Fortgeschrittenen auch immer nochmal oder stellen sich nochmal in Frage oder reflektieren nochmal für sich, hey, wie ist das eigentlich bei mir? Also da kriege ich auch oft die Rückmeldung von, dass auch gerade diese Heterogenität der Gruppe sehr interessant ist. Mhm. Vielleicht sind wir da auch schon ein bisschen bei den Vorteilen, oder? Oft, wenn man so Online-Kurs, wir kommen gleich die viele und zählen die Nachteile auf,
Oder das ist auch nicht, man kann doch nicht Musik machen, man kann ja nicht gleichzeitig spielen über Zoom oder so, da ist man immer die Zeitverzögerung da und das ist das Wichtigste beim Musizieren, ist, dass man da gemeinsam was macht. Also ich denke, so die Nachteile werden immer schnell ins Feld geführt. Was sind denn aus deiner Sicht so die Vorteile? Also für mich hast du zwei eigentlich schon ein bisschen erwähnt. Das eine ist so die, zum Beispiel, dass es diese Aufzeichnungen gibt. Das heißt, dass man eben Sachen mehrmals anschauen kann, also auch die Videos, die du machst, oder wenn du da was erklärst im Video, dann ist es nach der Stunde nicht weg und sie hat das mal gesagt, was hat sie jetzt da schon wieder gesagt, wie war das jetzt gleich, sondern man kann das eigentlich jederzeit nachschauen und man findet das alles wieder. Und das andere, was ich jetzt gerade noch spannend finde, ist, dass man nicht alleine ist, oder? Also eigentlich würde man denken, online, da ist man noch viel mehr alleine. Ja. Aber wenn es dann doch vielleicht solche Gruppen-Calls gibt, dann ist ja doch auch ein Austausch vielleicht möglich, oder? Genau, also das, was du schon gerade erwähnt hast, dass sich Sachen wiederholt, nochmal anzuschauen, die Rückmeldung kriege ich auch. Auch gerade von den Anfängern, auch gerade wenn es darum geht, Rhythmus zu verstehen oder sowas wie eine punktierte Viertel zu verstehen. Eine Note, die länger ist als ein Schlag, aber kürzer als zwei Schläge, so dazwischen. Und ne, so kriege ich oft die Rückmeldung, dass die Leute sagen, ich habe mir das Video zehnmal angeschaut und jetzt habe ich es richtig verstanden. Oder auch Basics, Ansatz, ne, also Luftführung. Ich kriege super oft die Rückmeldung, dass das wichtig ist. Und gerade diese Practice-Sessions beziehungsweise den Saxophon-Talk, ne, gucken die Leute, also ich sehe es an den Aufrufzahlen auch, schauen sich öfter an. Darüber hinaus, was du erwähnt hast, so von wegen, dass mit dem gleichzeitigen Spielen, dass das oft als Nachteil empfunden wird. Also wenn ich schaue, so den besten Unterricht, den ich hatte in meinem Leben, 1:1 bei Saxophonlehrern, die haben am wenigsten mit mir mitgespielt. Also meistens habe ich gespielt und die haben was erklärt oder haben mal kurz was vorgespielt. Aber dass wir so zusammen gespielt haben, auch selbst in meinen Anfängerzeiten, als ich noch beim Musikverein, also richtig, ne, so, ich bin ja richtig so auf dem Dorf sozialisiert, bei meinen ersten Lehrern, die haben ganz wenig mit mir mitgespielt eigentlich. Also so das Gleichzeitige ist auch gar nicht so, finde ich jetzt nicht so das K.O.-Kriterium. Aber ich kann das verstehen. Also ich meine, wenn ich jetzt kurz und klein sagen sollte, was die beste Form des Unterrichts, dann ist es immer noch die, wenn ein Schüler neben mir steht, auch wenn der spürt, wie ich atme, ne, auch das zu erleben oder die Körperlichkeit so zu erleben. Da muss ich sagen, der 1:1 Unterricht ist immer noch das Beste. Aber es gibt halt oft Situationen, wo das heute nicht mehr machbar ist. Und dann, finde ich, gibt es online hervorragende Möglichkeiten, ganz klar. So. Mhm. Ich persönlich finde inzwischen, also ich hätte das auch lange unterschrieben, was du gerade gesagt hast. Persönlich finde ich aber inzwischen eigentlich, dass der Einzelunterricht nicht mehr das Beste ist, sondern dass der eigentlich genauso auch Nachteile hat wie andere Sachen. Zum Beispiel für die Motivation oder fürs Lernen von anderen oder so finde ich eben Gruppenunterricht zum Beispiel viel wertvoller. Community is king. Ja. Und ich glaube eigentlich schlussendlich ist die Kombination von allem eigentlich das Nonplusultra, finde ich, wenn man eben eigentlich die Vorteile von allen verschiedenen Formaten nutzen kann, oder? Genau. Klar, wenn man jetzt sagen müsste, du darfst jetzt nur noch etwas, es gibt nur noch eine Wahl, dann ja, ist der Einzelunterricht sicher hoch im Kurs. Aber ich würde sogar, persönlich würde ich glaube ich sogar dann eher sogar Gruppenunterricht. Ja, es kommt ein bisschen drauf an. Also ich habe ja jetzt ein Jahr so einen, in Anführungszeichen, Feldversuch gemacht mit einer Community, mit meiner Play Jazz Masterclass, wo 16 Leute ein Jahr lang gemeinsam mit mir gelernt haben oder ich mit denen auch, weil ich lerne ja von meinen Schülern auch ganz viel, das wissen die, glaube ich, gar nicht. Genau, da hatten wir nämlich diese Kombination aus zweimal im Monat Practice Session. Ich glaube, 10 Unterrichtseinheiten hatten die Leute übers Jahr verteilt. Ja. Und dieser Community-Aspekt, dass du jeden Tag Austausch mit den anderen hast, Austausch mit mir und meinem Dozententeam und auch deine Aufnahmen hochladen kannst, die auch dann besprochen werden. Und das finde ich so eigentlich das Allerbeste. Wir hatten noch 2 Live-Workshops und jetzt der letzte, der war jetzt so kurz bevor das Programm geendet ist. Die Leute sind auch menschlich so gut miteinander befreundet mittlerweile und machen jetzt schon gemeinsam Workshops, wo sie sagen, wir gehen jetzt dann und dann zu dem und dem Workshop. Da hat jetzt schon so eine Gruppe von 4, 5 Leuten, so der harte Kern, die machen jetzt alle Workshops in Deutschland unsicher, habe ich das Gefühl. Genau, und das finde ich eigentlich so ein sehr gelungenes Format. So. Ja. Genau. Es kommt wahrscheinlich dann auch darauf an, was man sucht, oder? Also ich denke, wenn man vor allem persönlich besser werden will, dann ist sicher eine individuelle Betreuung super, oder? Oder eben einfach ein klar strukturierter Online-Kurs, wo man sich wirklich dann so durcharbeiten kann. Dann bringt wahrscheinlich Gruppenunterricht nicht so viel, oder? Aber wenn es vielleicht vor allem darum geht,
Musikalität und das Zusammenspiel und einfach Learning by Doing. Und wenn man nicht an sich selber nicht unbedingt den Anspruch hat, wahnsinnig technisch gut zu werden, also dann habe ich das Gefühl, ist eben der Gruppenunterricht schon super, weil man da auch Dinge lernt, was das Zusammenspielen oder irgendwie so ganze praktische Sachen angeht, die man eben dann wirklich dort viel eher noch lernt oder eben auch links und rechts bei den anderen abgucken kann, als jetzt im Einzelunterricht. Im Einzelunterricht habe ich oft das Gefühl, das ist so eine sterile, künstliche Situation, die, wenn die dann nachher irgendwo spielen, geht ja, passiert ja noch viel mehr, Und klar. dass du im Einzelunterricht gar nicht simulieren kannst, oder? Und dass du eben da eigentlich auch gar nicht lernen kannst. Ja, das ist mir auch jetzt bei den Workshops nochmal klar geworden, dass die Leute eigentlich jetzt gerade im Jazzbereich, also wir haben ganz viel zusammengespielt, Jam-Sessions gemacht, dass die Leute diese Bühnenerfahrung auch brauchen, dass sie oft, also ich hatte so eine Teilnehmerin, die hatte sich so das Ziel gesetzt, den ganzen Sommer Giant Steps zu üben. Sie hat es dann auch gemacht, richtig fleißig, total gut. Und im Unterricht haben wir ganz viel dran gearbeitet, auch das Coltrane Solo gespielt und so. Und dann kam dieser Workshop und dann habe ich gesagt, okay, und jetzt, ne, diese Teilnehmerin, du darfst jetzt alleine mit der Rhythmusgruppe dieses Stück machen. So, die anderen ich hatte mehrere Dozenten, alle waren gut versorgt. Dann hat sie eine halbe Stunde dieses Stück mit der Rhythmusgruppe geübt und du hast gemerkt, sie spielt total unter ihren Möglichkeiten, weil der Kopf auf einmal mit tausend anderen Sachen beschäftigt ist, weil das Play-Along nicht mehr so fein ist wie zu Hause, sondern auf einmal sind da richtige Menschen, so. Und die reagieren dann auch drauf. Und wenn sie einen Verschieber spielt, dann verschiebt die Rhythmusgruppe mit und dann weiß sie auf einmal nicht mehr, wo die Eins ist. So. Da dachte ich so, ach guck mal, das ist ja auch nochmal ein zusätzlicher Aspekt, der so in einem Einzelunterricht gar nicht, kannst die Leute auch gar nicht darauf vorbereiten. So. Nein, eben, es geht nur Aber zu mit diesen der Praxis. Online-Kursen, ich glaube, also mittlerweile denke ich, so Online-Kurse sind, es hat auch sehr viel was mit einem Lerntyp zu tun. Also Leute, die sich selber gut motivieren können, auch so im 1-zu-1-Unterricht habe ich eigentlich immer zwei Lerntypen. Den einen, zu dem sage ich, okay, wenn du das machst, was ich dir sage, wird alles gut. Und die sagen dann, cool, mache ich. So, das sind die Leute, die meine Online-Kurse buchen können. Und dann gibt es aber den Kreativlerner. Ich bin übrigens auch Typ 1. Also ich bin, wenn mir jemand sagt, das musst du machen, dann übe ich das und alles wird gut. Und da gibt es aber die Kreativlerner, die sagen dann, das ist ja schön, dass du das so machst, aber mich langweilt das total. Ich will jetzt mal 10 verschiedene Aufnahmen von dem Stück anhören. Und wie heißt der hinten, dieser Saxophonist, den kenne ich noch gar nicht. Hank Mobley, wer ist das denn überhaupt so? Und die verlieren sich dann in tausend Details, fügen das Ganze aber trotzdem irgendwann zu etwas zusammen, wo ich denke so, ach erstaunlich, ich komme ja auch zum Ziel. So, und das ist ein ganz anderer Lerntypus und der fühlt sich in einem Community-Lernumfeld viel, viel wohler. Abgesehen davon, was du eben auch sagtest, so diese Feedback-Videos, die ich mache, wo ich dann die Aufnahmen bespreche, wo ich auch die Rückmeldung kriege aus den Teilnehmenden, die dann sagen so, hey, ich habe so viel gelernt an dem Feedback von anderen Leuten, wo ich meinetwegen gesagt habe, hey, du schleppst die ganze Zeit, die Time ist nicht gut, wo die Leute aber innerlich denken, hey, spiel doch irgendwie in Time, so, aber es gar nicht checken, dass sie die ganze Zeit laid back spielen, so, ne, und dann hören das andere und denken so, ach stimmt, mache ich das, wie mache ich das denn eigentlich so, ne, und das sind auch so Aspekte, wo ich denke so, ah, okay, damit kann man ganz neue Impulse setzen. Das ist eine ganz, ganz neue Form des Lernens und natürlich auch die Accountability zu sehen, so, hey, die Petra hat schon wieder eine Aufnahme hochgeladen, Mist, und die wird ja auch besser. Vielleicht sollte ich auch mal üben. Das war wie früher bei mir im Orchester, im Jugendorchester, wenn die Yvonne zu mir gesagt hat, hey, wieso kannst du das nicht spielen? Was denn los? Dann wusste ich, okay, ein bisschen mehr üben, so. Jetzt muss geübt werden. Ja, genau. Ja. Ja, total. Es ist ja auch eben aus der Motivationsgeschichte, oder ist ja das eigentlich das Zugehörigkeitsgefühl. Also, das ist ja eigentlich so absolut basic Ja, total. Grundinstinkt, den wir haben. Wir möchten unbedingt bei Gruppen dabei sein, wenn wir eben irgendwo eine Gruppe, die wir erstrebenswert finden, oder wenn wir merken, oh wow, das ist eine coole Community da, das ist toll, das macht Spaß, da will ich dabei sein. Da kommt dann eigentlich das nächste, als nächstes dann das Bedürfnis, dass man da Anerkennung bekommt in dieser Gruppe, oder? Und das, wenn man dann sieht, aha, die anderen bekommen das, indem sie da vielleicht eben mal was von sich zeigen oder mal eine Ja, Frage genau. stellen oder so, bekommen sie Aufmerksamkeit, dann ist da eigentlich so motivationstechnisch ist da schon extrem viel Wertvolles da, also. Ja, und es steht und fällt natürlich auch von dem, was du vorlebst. Also ich habe auch von Anfang an, das war mir ganz wichtig, bei diesem Community Learning in Anführungszeichen, bei diesen Gruppen, die ich habe, war mir ganz klar zu sagen, so, hey, das ist unser Wohnzimmer und hier soll es schön sein. Und wir gehen super miteinander um. Und ich möchte nicht, dass die Leute sich schlecht
bewerten oder schlecht übereinander reden. So. Und das war von Anfang an, war da immer ein sehr positives, wohlwollendes Umfeld. Und das finde ich ganz wichtig und das lebe ich einfach vor. Und das, ja, genau. Komm, ich schau mal auf deine Webseite. Ich mache hier kurz Screensharing. Okay, ich war schon lange nicht auf meiner Website. Wie sieht es eigentlich aus? Siehst du jetzt gleich. Eieiei. So, ach, da kommt man hin, wenn man auf Google das eingibt, Saxophon Lehren online, dann kommt einer der ersten oder sogar der erste Treffer diese Webseite, dein Kurs. Mhm. Wir haben ja über die Kurse gesprochen. Mhm. Ich gehe einfach mal kurz ein bisschen durch und frage dich ja, ist das da richtig, verstehe ich dich richtig? Also das sind diese Kurse hier, da gibt es verschiedene Anfängerkurse, Sound, Rhythmus. Genau, Sound und Rhythmus sind eigentlich die beiden wichtigsten Kurse, die werden am wenigsten gebucht. Dann schauen wir gleich mal an. Sound. Da ist eigentlich das Wichtigste drin überhaupt, alles, was ich weiß über Saxophonspielen. So. Das ist so, wo man jetzt so denkt, oh, das ist mega langweilig, so, aber das ist so, wenn du richtig gut spielen willst, musst du das buchen. So. Da kann ich mich hier informieren, was du da genau, da gibt es ein kurzes Video drüber. Ja. Ah, da wird man informiert. Cool. Genau, und dann kannst du es da unten irgendwo. Fragen, Probleme, kann man E-Mail schreiben. Das ist der Saxophon-Tag, wo du gesagt hast, einmal im Monat. Genau, ja, genau. Ja, da steht es auch. Ja. Und da gibt es auch ein Forum. Ja, das ist wie so ein kleiner Mitgliederbereich, wo die Leute dann eben sich die Aufzeichnung vom Saxophon-Talk anschauen können. Und dort gibt es zum Beispiel auch so ein für die Jazzspieler so eine Bibliothek an Standards, wo ich Playlongs hinterlegt habe und auch ein bisschen was zur Geschichte von verschiedenen Standards noch schreibe. Es sind, glaube ich, so, weiß nicht, 70 oder 80 Standards, wo man auch einen guten Überblick bekommt. Gerade wenn man jetzt Jazz spielt und sagt, ey, wie geht nochmal All the Things You Are? Und dann kannst du da draufklicken, dann hast du ein Leadsheet und kannst ja kannst ja die Stücke auch dann noch eigenständig erarbeiten. Und das ist das, wo du gesagt hast, da kann man eben eigentlich jeden Tag Fragen stellen und kriegt dann Antworten und kann es Aufnahmen hochladen. Ja, das ist für meine Online-Kurs-Leute, aber da stellt keiner jetzt so wirklich viele Fragen. Also realistisch gesehen gibt es da vielleicht einmal die Woche eine Frage, weil die Leute auch einfach mit dem Zeugs beschäftigt sind, das erstmal üben müssen, völlig klar. Ja. Genau. Ah, und da kann man dann gleich buchen. So. Genau. Okay. Ja. Okay. Und dann hast du den Campus. Genau, der Campus, das ist dieses Community-Format, das ich jetzt im März gestartet habe. Da ist jetzt kein Einzelunterricht mit drin, das sind nur so Practice-Sessions. Alle zwei Wochen üben wir zusammen und wir haben dieses Community-Plattform, wo alle Schüler sozusagen, Schülerinnen registriert sind und die sich dann austauschen, die Aufnahmen hochladen und dort gibt es auch Content, Stücke, die wir lernen, also jetzt zum Beispiel die nächsten drei Monate oder jetzt von Oktober bis Dezember haben wir zum Beispiel Hardbop als Thema, lernen wir gerade so ein paar Hardbop-Stücke. Dann nächstes Jahr von Januar bis März sind wir so Richtung Pop-Jazz geht so ein bisschen, gar nicht so mein Steckenpferd, aber mal gucken, was mir da einfällt. Und genau, also die Teilnehmenden legen zu Beginn auch fest, mache ich immer eine Umfrage, in welche Richtung es gehen soll. Wir hatten zum Beispiel in diesem Jahr Sonny Rollins einmal als Thema oder so Oldschool Swing hatten wir auch drei Monate. So die alten Swing-Hits der 30er Jahre gespielt und genau, das ist sehr themenbezogen und eher für Improvisationsanfänger, also ich sag mal Leute, die so, weiß nicht, zweieinhalb, drei Jahre spielen und auch schon mal über den Blues gespielt haben. Das ist so die Zielgruppe für dieses Format, genau. Also Improvisation ist da ein wichtiger Teil. Ja, Hauptteil. Und, ja, es geht Hauptteil, hauptsächlich um Improvisation. Ja. Okay. Aber nicht auf diesem fortgeschrittenen Niveau wie jetzt die Masterclass, wo einfach die Leute auch mal über Giant Steps spielen oder Stücke von Kenny Wheeler spielen oder Freitonale. Und ist das eine getrennte Community von der Online-Kurs oder ist das die gleiche? Nein, das ist getrennt. Okay. Das ist komplett getrennt. Das ist komplett getrennt. Online-Kurs ist ein Ding, Campus ist ein anderes Ding. Dort ist natürlich sehr viel mehr Betreuung. Also das mache ich auch nicht alleine. Da habe ich auch in jedem meiner Communities habe ich immer auch sozusagen noch einen zweiten Saxophonisten mit dabei. Einerseits, wenn ich mal ausfalle, ich muss ja auch mal Urlaub machen oder so, man kann es kaum glauben, aber so ist es. Und natürlich auch, um eine zweite Meinung noch zu haben. Und ich nehme dann gerne, ne, weil ich bin ja Alt- und Bariton-Expertin, ich nehme dann gerne Tenoristen mit dazu, um die Tenorleute noch ein bisschen besser zu betreuen oder zielgerichteter zu betreuen und einfach auch, ja, um anderen Blickwinkel nochmal reinzubringen. So. Und im Campus habe ich da den Gregor Storf mit dabei, ist so ein junger Saxophonist aus Österreich, der das sehr toll macht. Also der ist zwar erst, ich weiß nicht, wie alt ist der, vielleicht Ende 20 oder so,
kommt aber aus einer Saxophonfamilie. Also der Papa ist auch Saxophonist gewesen und spielt irgendwie seit er 6 ist oder so. Also, wo ich so denke, boah, du bist irgendwie 28 und spielt über 20 Jahre Saxophon. Wahnsinn. Genau, so sieht's aus. Cool. Und da gibt es noch die Masterclass. Also das ist dann quasi für die Genau, die Fortgeschrittenen. Ja. Masterclass ist sozusagen das Produkt, wo die Leute am meisten von mir bekommen, am meisten Betreuung. Das ist ähnlich wie der Campus, auch zweimal im Monat Practice Session, aber plus 2 Workshops im Jahr, plus 10 Stunden Einzelunterricht im Jahr. Bei Okay. mir und bei meinem Dozententeam und bei Gastdozenten. Weil ich da teilweise auch Leute habe, die, ja, die ganz andere Bedürfnisse haben, die ich gar nicht so erfüllen kann, weil die teilweise sehr spezialisiert auch in ihrer Improvisation sind. Die dann, ich hatte zum Beispiel jetzt bei der ersten Auflage auch einen Bassklarinettisten dabei. Der hatte dann Unterricht zum Beispiel noch bei Annette Meyer, ist eine deutsche Bassklarinettistin oder Klarinettistin. Ja, oder wenn die Leute spezielle Themen haben, so dann schicke ich sie eben zu Christina Brodersen zum Beispiel, die eine starke Lee Konitz-Affinität hat, oder zu François de Ribeaupierre, der auch unfassbar viel über Saxophon weiß. Ne? So, und ja, so habe ich einen Pool an Dozenten, aber die Leute bringen auch ihre eigenen Ideen mit ein und sagen, ich hätte gerne eine Stunde bei dem und dem, und dann machen wir das möglich. Genau. Ja, Und sehr auch die cool. Stunden, das ist auch ganz wichtig nochmal zu sagen, die Stunden sind auch werden auch aufgezeichnet, wenn sie online sind. Also teilweise sind die auch vor Ort. Ich habe teilweise hier in der Nähe von Köln ein paar Schüler, die kommen dann zu mir in den Proberaum, oder auch, ja, die Leute nehmen sich dann Unterricht bei Leuten in Berlin, wo sie dann hinfahren oder so. Ne? Also, das ist sehr flexibel handelbar. Du hast noch diese Practice Sessions erwähnt. Ist das diese Übebox, die du auch auf der Website hast? Oder ist das Die ähnlich oder ist Übebox das ist ganz noch was anders. anderes? Nee. Also, Practice Session heißt letztlich auf die beiden Communities bezogen, auf den Campus und auf die Masterclass. Wir haben ja auch ein Curriculum im weitesten Sinne oder Lerninhalte, die einfach vorgegeben sind. Wir haben zweimonatige, also im Campus haben wir so 2 Monate, nee, Campus 3-monatige Themen, und in der Masterclass war es so, ja, kann man nicht so genau sagen. Aber wir hatten schon ein klaren roten Faden. Und die Practice Sessions sind ein Mix aus dem klaren roten Faden, wo wir gerade dran arbeiten, plus das, was gerade so ansteht. Ne? Weil manchmal stellen die Leute dann auch Fragen, wo du dann merkst, okay, da müssen wir in der Practice Session nochmal 20 Minuten drüber sprechen, über Handhaltung bei schwierigen Griffkombinationen in die hohe Lage. So, was sind die Hilfsgriffe fürs E3? Wie kriege ich das gut hin, ein Fis 3 zu spielen, wenn ich keine Fisklappe habe? So, das ist ja auch bei Vintage-Instrumenten jetzt oft ein Problem, weil die Töne nicht gut ansprechen da oben dann. Genau, das ist so ein bisschen so die Inhalte, die wir gerade haben, durchnehmen plus das Tagesgeschäft mit integrieren. So, das sind die Practice Sessions bei den Community-Lernformaten, und die Übebox ist sozusagen ja, öffentlich für alle. Ist ein Livestream, der auf YouTube dann läuft, also normalerweise so 1 bis 2 Mal im Monat. Und da gebe ich den Leuten wie so ein kleines Häppchen und lasse die so ein bisschen durchs Schlüsselloch schauen, was los ist bei mir oder was passiert, wenn sie ein anderes Format bei mir buchen, wie ein Campus oder so, damit sie einfach sehen, okay, wie arbeitet denn eigentlich die Frau Scherer? Wie geht denn das eigentlich? Oder wie übt die eigentlich? Eigentlich habe ich die Übebox in Corona-Zeiten so lanciert und dachte, ach, ich übe einfach mal und lasse die Leute zugucken, aber dann nach 2 Minuten haben die schon Fragen gestellt, hey, wie komme ich denn an die Noten? Ich will mitspielen. Dann dachte ich so, ist alles viel zu schwer, das könnt ihr alles gar nicht. Und dann hat sich das ganz schnell dann halt so entwickelt, dass ich gesagt habe, okay, Übebox ist nicht, ich übe und ihr schaut zu, sondern wir üben gemeinsam. Und dann gibt es jedes Mal so 2, 3 Seiten an Übungen, die ich vorbereite. Und genau, das ist dann die Übebox. Kann man Das da auch ist hier drauf. oder auf deiner Webseite Genau, da. das ist die Übebox. Klick. Übebox. Genau. Und dann, genau, das war Und jetzt die letzte, Übebox ja, 79, kann man die da kann man Übungen. hier auch die Sachen downloaden, wenn man Genau, so und du kannst dann das weiter Noten will runterscrollen, dann oder kommen so. irgendwie alle Übungen, Übeboxen Ja. von, weiß nicht, in den letzten Jahren. Ja. Genau. Kann man sich alle anschauen. Ah, das ist sogar noch, sieht man noch, was das Thema war. Ja, genau. Manchmal Cool. habe ich das nur Ja. eingefügt. Ja. Genau. Cool. Und genau, für die, die das nicht so kennen oder sich jetzt da überlegen, ja, wie funktioniert denn das, wenn da 30 oder 100 Saxophonisten spielen, das ist doch unerträglich. Also der Ton ist ausgeschaltet, oder? Also es ist eigentlich eine One-Way-Geschichte, Ja, man hört dich. genau. Aber du hörst die Zuhörer nicht, die hören sich auch untereinander nicht, außer wenn Genau. sie natürlich eine Frage stellen wollen.
Ja, also bei Dann der schalten Sie das Überbox. Mikro ein und fragen Naja, dich bei oder der ich spiele Überbox was nicht. vor. Also die Überbox ist Okay. wirklich ist ein klassischer Livestream auf YouTube. Da Ja. können Sie nur zuhören, können aber in die Kommentare was schreiben und dann beantworte ich auch Fragen. Also kommen oft auch in Ja, die okay. Überbox, kommen dann Fragen so, hey, ich kann den einen Ton, der kommt bei mir gar nicht raus. Was machen wir denn da? So, ne? Ja. Und die Livestreams, die im Campus sind und in der Masterclass, also in den Community-Formaten, das sind Zoom-Calls und da sind die Leute, können sich auch einblenden oder die können mir auch was vorspielen dann, wenn es Stellen gibt, die nicht funktionieren. Also da habe ich auch ganz normal, bin ich da am Unterrichten mehr oder weniger auch. Ne? Also auch Ja. wirklich, dass ich die Leute dann bei der Hand nehme, sozusagen. Genau, und bei der Übebox ist das natürlich ein mehr oder weniger ein Frontalunterricht, wenn man es so Ja, ja. bezeichnen will, oder einfach eine Frontalsituation. So, das Ja. ist auf YouTube gar nicht, also auch bei den Massen, die da dabei sind, das ist gar nicht handelbar. So, das, die, genau. Ja, danke vielmals. Ich glaube, ich habe wirklich viele Sachen gesehen. Es geht also um viel mehr als nur um Online-Kurse. Also du hast vielleicht damit begonnen, aber inzwischen hast du eigentlich ein wahnsinns vielseitiges Angebot mit viel mehr als nur so eben vielleicht auch ein bisschen passiven Online-Kursen, respektive wo die Leute einfach selber das arbeiten oder vielleicht wenig Betreuung oder ja nicht die gleiche Betreuung bekommen. Du hast das stark ausgebaut mit allen möglichen Tools und Formaten. Vielleicht zum Abschluss, wie stellst du dir denn eigentlich so die Weiterentwicklung des Unterrichtens vor? Also wie denkst du, wie könnte das weitergehen oder wie könnte das vielleicht auch für eine normale Musikschule, könnte das auch was Spannendes sein, in diese Richtung sich zu erweitern und das irgendwie zu kombinieren? Oder wie stellst du dir das vor? Also ich muss jetzt gerade spontan dran denken, wie ich eigentlich damals nach dem Studium da stand und angefangen habe zu unter oder ich habe ja im Studium auch schon unterrichtet, aber so dieser klassische Weg nach dem Studium, hier Musikschule und in Deutschland feste Stelle, TVED-Vertrag und so. Da dachte ich so, okay, das ist das Spiel, da machst du Einzelunterricht und ich habe auch ganz viele Kids unterrichtet, Gruppen, Bläserklassen, Ensembles, Big Band, Klassenorchester und so weiter, Betreuung gemacht, Stücke geschrieben und so. Und das war schon sehr vielseitig auf eine Art. Ich hatte auch viele Kinder und jetzt habe ich nur Senioren. Jetzt habe ich nur Erwachsene oder fast nur Erwachsene. Und meine Zielgruppe, wenn ich meine YouTube-Zahlen anschaue, ist schon so 55 plus. So, das ist so da sind die meisten Leute, so ich sage mal 80% oder noch mehr sogar meiner Kunden, spielen sich in dem Bereich ab. Und ich denke, das wird für die Zukunft auch ein großes Thema sein, dass die Leute im Alter sich noch ein bisschen ihr Gehirn fit halten wollen oder noch fit bleiben wollen. Und das merke ich immer mehr. Ich kriege so viel Rückmeldung von den Leuten, die sagen, so, das ist total gut, mir tut das total gut, Musik zu machen. Auch als Ausgleich zum Job habe ich auch ganz viele, die extrem hier die Teilnehmerin, die Giant Steps Teilnehmerin, die hat so einen umfänglichen Job, wo ich denke, so, wie kriegt die das überhaupt hin? Die übt jeden Tag eine Stunde Saxophon. So, wo ich merke, die Leute sehnen sich nach etwas, was sie geistig fit hält und wo sie Freude haben. So, und das ist für mich so erstmal ganz wichtig, dass alles mit Freude geschieht, dass ich den Leuten Freude vermitteln kann am Musik machen. Und ja, ihnen eine Bestätigung gebe und sie sehe, dass sie gesehen werden wollen. Ich glaube, das ist erstmal das Hauptding. Und was es dann letztlich für ein Unterricht ist, ist quasi fast schon egal. Nur ich stelle gerade fest bei den Erwachsenen, dass die sich nicht mehr binden können zeitlich an dieses alte Musikschulmodell, mittwochs zwischen 17 und 17:30 Uhr habe ich Unterricht. Das geht gar nicht mehr. Und ich habe super viele Leute, die zu mir kommen und einen Online-Kurs buchen und sagen, ich bin ein halbes Jahr bei der Musikschule, ich bin todunglücklich, weil wir kriegen es überhaupt nicht hin. So, ich komme total gestresst vom Job dahin. Ich kann mich überhaupt nicht, es gibt keine Flexibilität. Und das stelle ich halt fest. Und da müssen Musikschulen auch einen Weg finden. Finde ich für die Zukunft, das so flexibel zu gestalten, so dass das eine und das andere, ich meine, Unterrichtskonzepte wird es immer wieder geben. Es gibt so viele kreative Leute, auch gerade jetzt, ich meine, die jungen Leute, die jetzt von der Hochschule kommen, so auch, ich glaube, der Pädagogik-Didaktik-Unterricht, wenn der sich noch ein bisschen öffnet in diese Richtung und das auch noch versucht zu vermitteln, diese neue Art von Unterricht, die durchs Internet möglich ist, gibt es
sind dem keine Grenzen gesetzt. Und das, ich glaube, das, was wir jetzt machen oder was ich jetzt gerade so ein bisschen mache mit Community und du ja auch in deinen Lerngruppen, das ist nur der Anfang. Ich glaube, da ist noch ganz viel anderes möglich. Und ja, man muss neugierig und offen bleiben. Und ja, also ich freue mich auf diesen Weg und bin sehr gespannt, in welche Richtung es noch gehen kann. So, mir ist einfach nur wichtig, die Leute da abzuholen, wo sie sind und ihnen Wertschätzung zu geben und sie am Instrument besser zu machen. Und dass es eben auch online geht, oder? Ich glaube, das ist das, was viele Ja, sich das muss man heute manchmal gar gar nicht mehr nicht dazu vorstellen sagen. können, dass sie so denken, nee, das geht doch dann nicht, aber Ja. das ist eben doch, es gibt viel mehr Möglichkeiten, als man vielleicht so Ja, und ich mache von das seit außen denkt, 15, oder? fast 15 Jahren, weißt du so. Ich Ja. meine, klar, die Kollegen an der Musikschule, die haben dann auch irgendwann gesagt, so, hä, was machst du da? So, oder keine Ahnung, wenn ich in Essen in so einer Big Band hab ich vor ein paar Jahren so ab und zu gespielt und dann kamen da Pause manchmal Leute zu mir und sagen so, hey, ich kenne dich von YouTube. Und dann haben meine Kollegen in der Big Band gesagt, hä, was machst du auf YouTube? YouTube so. Dann habe ich immer gesagt, oh, bis ich euch das erklärt habe, lass mal lieber wieder spielen. So, nee, also klar, Internet gehört dazu. Und wenn jemand heute sich noch hinstellt und sagt, Internet ist eine vorübergehende Erscheinung, also das ist eine extrem große Chance, auch die Message in die Welt zu bringen. So. Und letztlich ist YouTube ist wie früher Fernsehen gucken. So. Und du findest zu allen Problemen eine Lösung. Ich finde auch für meinen Alltag alle Infos sozusagen. Das ist ja auch Nur, lustig. ja. Das hat sich ja in vielen Bereichen schon längstens durchgesetzt, oder? Also eben, Ja, dass man total. eine Frage hat, das googelt, oder wenn man ein Problem hat, auf YouTube Na, irgendein Tutorial selbstverständlich. sucht, dass man das Problem löst, oder? Aber bei Musikunterricht ist man da irgendwie immer noch so, oder viele sind immer noch so überzeugt davon, dass das da nicht funktioniert, oder dass das nur über Einzelunterricht oder in einer Musikschule so der richtige Weg ist. Und das finde Ja. ich immer wieder erstaunlich, dass in ganz, ja, fast allen anderen Lebensbereichen ist das so selbstverständlich, aber wenn es die Musik betrifft, ja, gibt es viele Es kommt ein bisschen Vorbehalte drauf irgendwie. an. Kommt ein bisschen drauf an. Also beim Unterricht gebe ich dir recht. So, also ich habe Leute, die in meiner Masterclass sind, die vor 7 Jahren bei mir einen Anfängerkurs gebucht haben und die unglaublich gut spielen und die noch nie einen 1-zu-1-Unterricht hatten, sondern immer nur entweder bei mir online oder Online-Kurse so, oder vielleicht mal auf dem Workshop waren. So. Aber das funktioniert wirklich. Also kann ich sagen, vielleicht dauert es ein bisschen länger als mit einem 1-zu-1-Unterricht, aber es funktioniert. Das Einzige, wo ich so ein bisschen auch sagen muss, Fluch und Segen, YouTube ist super. Aber YouTube ist natürlich auch kein roter Faden. Und davor, wie soll ich sagen, muss man die Leute mal ein bisschen warnen. Natürlich finde ich alles auf YouTube, aber natürlich auch extrem ungeordnet. So. Ja, und auch ganz viel Quatsch, also Dinge, Das auch. ich habe kürzlich Videos geschaut zum Thema Atmung Okay. und war wirklich so, also ich habe es auch ein bisschen erwartet, aber ich war doch auch ein Krass. bisschen so, ja, es erzählen einfach alle irgendwas. Okay, verstehe. Und ein Teil stimmt, aber ein Teil stimmt, also es gab wirklich Sachen, die meiner Meinung nach wirklich nicht wahr sind und nicht stimmen. Und dann gab es viele Sachen, die so teilweise stimmen, aber wenn man das falsch versteht, eigentlich einen nachher auf die falsche Fährte bringen und im schlimmsten Fall auch dazu führen können, dass man nachher falsch atmet oder auf falsche Dinge achtet oder irgendwie noch irgendwo drückt oder presst oder irgendwo. Und ja, also das fand ich wirklich noch so, es gibt ja, eben, es gibt ja da kein, das einzige Qualitätssiegel ist ja dann, wie viel Follower oder wie viel, ja. Also, dass man so hat und zum Beispiel gerade bei Ja. einem der absolut größten Kanäle fand ich so ein Video, also ein englischsprachiges, fand ich ein Video, wo ich gedacht habe, hey, was erzählt denn der für ein Quatsch? Also, Okay, das krass. ist, wenn man jetzt, ja, wenn man selber keine Ahnung hat, ist das wirklich, denke ich, fast unmöglich einzuordnen, Ja, wie. das ist natürlich auch eine Gefahr, das stimmt schon. Also klar, es gibt aber auch, also ich finde, es gibt fantastische Kollegen, so gerade so Bob Reynolds oder so, wenn ich mir das anschaue, der jetzt auch, glaube ich, die 100.000er-Follower-Grenze geknackt hat. Ich meine, davon bin ich Lichtjahre entfernt. Mein Kanal ist winzig, tiny. So, genau, aber es ist natürlich auch eine Gefahr, weil jeder Depp kann dann natürlich auch irgendwas erzählen, so, ob er es jetzt weiß oder nicht, so, das ist, oder ob es stimmt oder nicht. Genau, deswegen ist YouTube auch so ein bisschen die Gefahr. So, ich kriege aber auch viel Rückmeldung, also viele meiner Kunden oder meiner Kontakte sozusagen, die kommen halt von YouTube. YouTube ist für mich so das Fenster in die Welt und durch die Übebox oder durch die Videos, die jede Woche rauskommen. Genau. Cool. Ja, danke schön. Super. Du hast vorhin schon ein ganz schönes Schlusswort gemacht, deinen Ausblick. Ausblick. Ja, jetzt haben wir noch ein bisschen was angehängt. Wie ist denn Aber eigentlich dein Ausblick? mein Ausblick.
Mein Ausblick ist so die Fusion von allem. Das fände ich geil. Also die, ich habe mir jetzt kürzlich überlegt, für die Musikschulen auch, ob die nicht sich warm anziehen müssen, weil eben die Leute dann irgendwie mehr einfach mal das googeln oder mal auf YouTube schauen, bevor sie überhaupt zu einer Musikschule gehen. Ob die da nicht das schon merken oder schon längst merken, dass sie immer weniger Anmeldungen haben, weil die Leute es erstmal online probieren, bevor sie an eine ja, vergleichsweise teure Musikschule gehen oder Unterricht buchen. Und haben überlegt, ja, was kann die Musikschule dagegen tun? Und also der Punkt ist ja schon, das hat man jetzt auch bei dir gesehen, dass es hat vielleicht nicht jeder die Möglichkeit und die Lust und die Zeit und um sowas auf die Beine zu stellen, wie du das gemacht hast, weil man hört, oder das ist, du hast vielleicht mit wenig angefangen, aber der Aufwand nachher wirklich das alles zu machen, der ist dann schon groß, oder? Und Und ich mache das auch nicht mehr klar, alleine, das muss man natürlich auch sagen. Also ja. in dem Umfang ist es alleine auch nicht mehr machbar. Also ich schneide immer nur meine Videos selber und ich kann auch alle Prozesse sozusagen selber machen. Ich habe auch alle E-Books selber geschrieben, alle Noten selber geschrieben, alle Planungs und ganzen Kram. So, aber jetzt ist man halt bin ich halt an einem Punkt, wo ich einfach Unterstützung brauche und die hole ich mir natürlich so und dann läuft es gut. So. Aber ich gebe dir recht, es ist natürlich in der Summe, es ist wahnsinnig viel, klar. Ja, also du hast jetzt eben auch erwähnt, du hast wahnsinnig viele Dinge auch zusätzlich lernen müssen oder die weit über das hinausgehen, was man jetzt Sehr verständlich. an einer Also Hochschule Saxophon lernt, spielen. einfach Saxophon spielen und das Pädagogische ist ein kleiner Teil, also ist ein Teil dann, aber dann kommen Natürlich. all diese technischen Dinge dazu, oder? Technische und natürlich auch unternehmerische Dinge. Das muss man dann Ja. ab einem gewissen Zeitpunkt, weil es ist ja nicht nur, ich verkaufe ja nicht nur ein Produkt, sondern ich muss mich ja auch darüber im Klaren sein, was das bedeutet steuerlich, was ist mit Umsatzsteuer, ist das jetzt befreit oder nicht, was muss ich dafür tun? Und es gibt ja auch Behörden in Deutschland, die darauf irgendwie schauen oder auch andere Dinge überhaupt. So, wie geht das Ja. alles überhaupt? So, Ja. genau. Und ja, aber ich denke, also wir haben überlegt, was haben die Musikschulen denn eigentlich für Stärken? Und ich glaube, das Tolle an der Musikschule ist eigentlich schon, dass an einem Ort ganz viele verschiedene Menschen zusammenkommen, Total. die verschiedene Instrumente spielen. Und was aber eigentlich meiner Meinung nach da eben noch viel zu wenig passiert, ist, die gehen dann alle einzeln in so Zimmerchen und sind dann eigentlich also sind eigentlich alle alleine. Ja, Und das ist doch klar. eigentlich ein Quatsch. Weil eigentlich wäre das Tolle an der Musikschule, dass die Leute zusammenbringen kann, die sich für Musik interessieren. Das ist eben dann, Ja, also klar, für mich müsste total. eigentlich eine Musikschule vor allem auf das gemeinsame Musizieren fokussieren. Gruppenunterricht Und und Ensembles. genau, und der Einzelunterricht, ob jetzt an einer Musikschule stattfindet oder privat oder so, das muss eigentlich ist für mich wie das Ziel, das Individuelle weiterbringen. Also wirklich halt das quasi maßgeschneidert, dann schauen, okay, wo stehst jetzt du, was möchtest du, was. So, die persönliche Betreuung. Und für mich ist das Ganze online eben eigentlich dann das, was man zu Hause tun kann. Also, ich finde es eigentlich super, was man heutzutage zu Hause beim Üben machen kann. Also, man ist ja eigentlich überhaupt nicht darauf angewiesen, jetzt zu warten, bis man in 2 Wochen oder in einer Woche wieder eine Stunde hat. Sondern man kann ja eigentlich mit all diesen Apps oder eben Online-Kursen oder YouTube kann man ja so unglaublich viel machen. Wo ich angefangen habe, gab es das eigentlich alles noch nicht, diese Nee, Möglichkeiten. Und natürlich ich nicht. war einfach, entweder war der Einzelunterricht cool oder er war halt nicht cool. Schallplattenplayer. Und wenn der Einzelunterricht nicht cool war, dann war es das eigentlich, oder? Dann hat man irgendwann früher oder später aufgehört. Aber ich glaube, ja, also für mich ist es eigentlich wie die ganze Online-Welt ist einfach eine riesen Spielwiese für, wenn ich zu Hause übe, dass es einfach viel abwechslungsreicher und viel spannender ist als früher. Und dass man eigentlich auch besser, schneller weiterkommt. So. Und ich ja, finde eigentlich die Summe aus diesen drei Standbeinen, das ist eigentlich so meine Vision. Das finde ich eigentlich das, was ich cool finde. Also es muss nicht an diesen konkrete Orte gebunden sein, aber einfach so eine Mischung aus Einzelbetreuung für die individuelle ja, Begleitung, Fragen und Gruppenerfahrungen, ob es das Workshops sind, wo man sich zweimal im Jahr trifft für ein Wochenende oder ob es das wirklich regelmäßig ist. Genau, da gibt es natürlich 100 unterschiedliche Formate, aber ja, und dann eben so irgendwelche Online-Sachen, die einfach das Üben und das Spielen zu Hause einfach abwechslungsreicher und kreativer machen, das finde Ja, ich eigentlich total. so cool.
Gehe ich ganz mit dir konform. Und ich muss auch sagen, ich würde auch heute nicht hier sitzen und das Saxophon wäre nicht meine Berufung, wenn ich nicht in diesem Jugendorchester gespielt hätte, was mich bei Laune gehalten hat und auch mal durch Übetäler hindurchgeführt hat. Weil das ist ja auch oft dieses gemeinschaftlich dann Spielen, das merkst du halt auch. Auch wenn du bei einem Workshop einfach nur so ein vierstimmigen, irgendeinen Standard kurz vierstimmig arrangierst und die Leute spielen dann ihren Part und die tauchen so ein in die Musik, du merkst, was die für eine Freude haben, so. Und Ja. darum geht's. Und das, diese Freude, das muss da sein und das kann eine Gemeinschaft, kann das am allerbesten rüberbringen. Ich hätte sonst, glaube ich, mit 15 wieder aufgehört, wenn ich nicht in diesem Jugendorchester gespielt hätte. Ja. Da waren meine Freunde drin, da hatte ich Lust zu. Das hat mich durch alles durchgeführt, so. Ja, das war bei mir genau auch so. Also ich habe Ist einfach super Zeit gehabt in all den, also in diesen Bands, und wenn ich das nicht gehabt hätte, dann hätte ich das wahrscheinlich niemals studiert. ja, Also total. das war Ja, wirklich absolut logisch. entscheidend. Klar. Ja. Und man hat einfach viel erlebt dann, oder, durch die Musik. Aber das Total. hätte man vielleicht in einem anderen Hobby natürlich auch. Man wäre vielleicht auch mit, keine Ahnung, als Sport-Turnverein wäre man vielleicht auch Ja, beim irgendwie. Tennisspielen hatte ich jetzt nicht so tolle Erlebnisse. Also. Also Tennisspielen war auch okay, aber so Musik ist halt schon nochmal was anderes. So auch die Konzertreisen, die Okay. man einfach gemacht hat, auch mit in diesen Jugendgruppen, wo wir dann Wochenenden irgendwo verbracht haben. So, es war einfach toll. So, super. Ja. Cool. Super. Danke dir vielmals. Ja, gerne. Und bis bald, sage ich mal. Ja, bis bald. Mach's gut, ciao. Ciao.